Und damit wieder ein recht herzliches Willkommen hier zurück zu Need for Speed Unbound. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das freut mich sehr. Wir sind wieder am Start. Ich bin wie immer schon zum nächsten Event gefahren. By the way, gab es auch ein Update. Ja, ist geteilter Meinung, aber im Story-Modus ist das, glaube ich, unerheblich. Da stellt sich natürlich auch die Frage, ob ihr auch noch ein bisschen Online-Gameplay sehen wollt. Wenn ja, dann schreibt es gerne in die Kommentare, dann fahre ich mal ein bisschen online, gucken wir mal, was wir da so reißen können. Jo, machen wir erstmal Story weiter. Geht's los. Wir haben noch 3 S-Rennen, soweit ich es gesehen habe, vor uns. Ich habe erstmal ein kleineres gewählt, muss erstmal wieder reinkommen, wie es immer so ist. Starten wir. Ich finde ihn immer noch hübsch. Freut mich jedes Mal, wenn ich ihn sehe. Ja, wir fahren wieder gegen unseren McLaren. Auf geht's. Ich weiß nicht, habe ich den verkackt gerade? Ja, gewinnen will ich. Ja, gibt schon wieder ordentlich Stopp, ne? Gucken, ob wir den kriegen. Oh, der Freund und Helfer ist auch wieder dabei. Der gibt aber auch schon wieder Stopp, ne? Junge, ich bin gerade reingekommen erst. Gerade erst wieder angefangen. Halt dich mal ein bisschen zurück, bitte. Jetzt muss ich mich aber ranhalten hier. Wir sind schon bei fast 50%. Alter, beruhig dich mal da vorne. Ja, das glaube ich aber auch. Komme ich überhaupt ran? Ich komme überhaupt nicht ran. Jo, kann's vergessen. Die Wette haben wir wieder weggeschmissen. Geil. Ey, was mit ihm abgeht, ne? Naja, trotzdem 4000 gemacht. Hätte besser sein können. Oh, yo, 2 von den Dicken direkt neben mir. Ist klar. So, wir gucken aber schon mal schnell zum nächsten Event. Wir schielen da schon mal rüber. Das hier nicht. Hier, wir haben einmal 32.000. Würde ich aber erst später machen wollen, weil ich wirklich erstmal wieder reinkommen muss. Aber hier können wir nochmal 8000 gewinnen. Machen wir das mal. Und dann würde ich ganz einfach mal wieder behaupten, sehen wir uns da gleich wieder. So, da sind wir. Pünktlich abgeschüttet, die Cops. Starten wir rein.
So, aber nicht nochmal gegen dich. Medusa reicht mir. Jo. Bete lieber, dass mein Land noch dran ist. Ich liebe Herausforderungen. Hast du mich vermisst? Nein. Okay, die Strecke kennen wir aber auch schon. Da oben hat technisch hat sich auch ein bisschen was geändert. Ist ein bisschen kleiner geworden, finde ich. Naja, ist immer Geschmackssache, ne? So, und jetzt fokussieren wir uns aber hier mal auf das Rennen. Aber bis jetzt sieht es ganz gut aus. 3 Runden müssen wir fahren. Nach der nächsten Kurve bin ich vorn. Das hättest du wohl gern. Na, ich fahr mal unten lang jetzt so. War das so schlau? Oh, das war knapp. Na doch, wir machen gut Strecke, oder? Naja, aber Erster wirst du auch nicht. Gucken, ob wir die Kurve diesmal besser kriegen. Nee, driften wollte ich jetzt eigentlich nicht. Hallo. Ich habe deine Mutter auch nicht beleidigt. Was für ein Trottel. Sehr schön. Das läuft. So traue ich mich auch an das andere Event dran. Oh, wir müssen sogar nicht flüchten. Das ist sehr, sehr schön. Dann machen wir hier noch das letzte. Für diesen Tag. Los ist? Sie wirkt irgendwie wie weniger tessig. Echt gruselig. Bei Tess kann man nie wissen, aber gesagt hat sie nichts. Na gut, aber wenn sie sich irgendwie komisch benimmt, sag Bescheid. Tess benimmt sich immer komisch. Ja, ganz genau. Halt mich auf dem Laufenden, ja? Wir sehen uns in der Werkstatt. Bin klar, Ryder. Ich wollte hier noch kurz das Plakat mitnehmen. Nee, da kommt schon wieder ein Kopf. So. Machen wir mal das letzte Event für diesen Tag.
Jo. Hier können wir aber sehr viel verlieren. 8000. Aber auch sehr viel gewinnen. Egal. Wir hauen raus wieder gegen Medusa. Ja, hast du beim letzten Mal auch gesagt. Alter, was er da vorne schon wieder an Stopp gibt, ne? Alter, was ist denn los jetzt? Gib Gas, komm! Hier könnte durchaus eine Neustadt drin sein. Ah nein, ich habe den Checkpoint verpasst. Oh no. Zentrale Sonderwagen hier. Habe Sichtkontakt. Sag mal, was ist denn los heute mit dem Porsche? Ich habe den irgendwie stärker in Erinnerung. Jetzt zeig doch mal, was du kannst. Oh Mann. Was für eine miese Kurve. Alter! Es macht mir nichts aus, gegen dich zu verlieren. Wir sind nur Zweiter, wir müssen rankommen. Jetzt gleich volle Möhre. Zentrale Sonderwagen hier, bitte drauf! Schaffen wir das noch? Könnte knapp werden. Wir geben die Verfolgung auf. Kein Sprit mehr. So leicht gebe ich nicht auf. Sehr gut. Wir sind Erster. Das wird was. Sehr schön. Okay, sparen wir uns einen Neustart. Finde ich gut. 25.000, nice, danke. So, dann dürfen wir auch wieder einmal vor der Cops flüchten und wir fahren schon mal im Versteck. Jupp, da sind wir. 456.000. Junge, nee. Weißt du, vielleicht solltest du Speedy nicht so viel Druck machen. Chill mal ein bisschen. Soll heißen?
Ich finde, wir könnten uns alle mal ein bisschen entspannen. Sieg oder Niederlage, ist doch egal. Es geht doch auch um unsere Freundschaft, oder nicht? Du hast mein Selbsthilfebuch gelesen. Ziemlich gut, hm? Ich meine ja nur, wir sollten uns alle Optionen offen halten, uns anpassen. Hab neulich eine Doku über einen Fisch gesehen, der zu Sand werden kann. Zu Sand? Ja, genau. Mutter Natur zeigt uns den Weg, Mann. So, es wurde gesagt in den Kommentaren, weil ich ja gefragt hatte, was so das nächste Auto werden soll, einen M3 E46. Ich bin absolut nicht der BMW und Mercedes Freund. Aber man, also privat würde ich mir sowas auf gar keinen Fall holen. Nie und nimmer. Aber im Game können wir gerne mal gucken, was da so geht. Zumal ja der E46 ist ja... Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, das populärste Auto vom BMW, zumindest in der Tuning-Szene. Aber so gesehen eins der besten, könnte man sagen, oder? Wobei da die Geschmäcker natürlich auch wieder unterschiedlich sind, ne? M1, M3, M5. Aber können wir gerne mal machen. Kostet 70.000 die Karre. Aber er meinte auch, es wird wohl noch einen geben, den man gewinnen kann. Deswegen lasse ich es erstmal. Aber wenn, dann wäre das hier das Fahrzeug. Könnt ihr gerne mal reinschreiben. Ja, nein. Ob wir den dann nehmen. Ist ja auch von den anderen Need for Speed Teilen. Ich glaube Most Wanted war das, ne? Dieser silberblaue BMW. Gut. Machen wir erstmal hier weiter. Habe ich irgendwas hier noch zu tun? Ich glaube nicht, ne? Irgendwas vergessen? Können wir hier leistungstechnisch, können wir nichts weiter machen, ohne in S Plus zu rutschen. Na gut. Jetzt gibt es erstmal ein GTR Premium von 2017, den wir gewinnen können. Gucken, was wir hier so machen können. Oh, jetzt gibt es aber Kohle hier. Takeover, nö. A Plus. Okay. Nee. Nein. A plus. A. A. B. B ist mir zu niedrig. Das B-Event hier könnten wir machen. Dann sollten wir vielleicht doch nochmal ein B-Fahrzeug uns besorgen. Das ist S. Das ist okay. Alter, was? Habe ich da gerade richtig gesehen? 56.000? Junge, nee. Okay. Dann würde ich behaupten, kaufen wir uns einfach nochmal ein B-Fahrzeug. Wie sieht es mit dem BMW aus? Was hatte der? Der E46 ist ein A-Fahrzeug. Der ist zu stark. Der ist leider zu stark. Wir brauchen ein B-Fahrzeug. Einen hübschen. Hätte ich gern. Ein Golf 1? Könnte man mal machen, wa? Was haben wir noch so im Angebot? Mazda MX-5. Oh, den würde ich auch sehr gerne nehmen. Oder den Acura. Also Honda quasi. Ich stehe auf Honda. Ich glaube, ich entscheide mich für den Honda. Einfach nur so als B-Fahrzeug. Ich hätte den Type A nicht verkaufen sollen. Honda S2000 ist natürlich auch nice. Ich glaube, der S2000 ist besser, weil der hat Heckantrieb. Wir nehmen den S2000. Do it. Und dann machen wir natürlich was am Styling. Was hat er für schicke Bodykits? Oh, Junge. Überhaupt nicht übertrieben.
glaube, der hier würde mir gefallen. Den nehmen wir. Jo, dann spule ich mal wieder ein bisschen vor. Denn wir sehen uns dann wieder, wenn die Karre fertig ist. Dann haben wir ein neues, schickes Auto. So, da bin ich wieder. Und momentan sieht die Karre so aus. Gab ein paar Schwierigkeiten, so ein paar Sachen, die nicht kompatibel waren, die ich mir aber gewünscht hätte. Naja, jetzt nehmen wir ihn so. Das Dach konnte bei dem auch ändern, war ganz cool. Jetzt hat er so einen leichten Touch von einem vom BMW aus der Z-Reihe. Hinten da so was über den Kofferraum geht. Sieht aber ganz cool aus. Ist natürlich wie immer alles Geschmackssache. Aber ich denke mal, so nehmen wir den als B-Fahrzeug. Alles klar. Dann machen wir hier noch schnell ein bisschen Sturz und so einstellen. Könnte man auch einmal voll raushauen. Aber es wäre übertrieben. Nur ein ganz kleines bisschen. Hinten noch ein bisschen. Also sieht gut aus. Dann haben wir noch Lackierung, Fahreffekte brauchen wir nicht. Individualisierung, Hupe, Neon kriegt dann noch. Haben wir irgendwas Geileres mit Orange und so? Haben wir nicht, dann kriegt der stinknormales goldenes Neon. Luftfederung. Oh, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Auspuffsound. Standard gefällt mir ganz gut. Ganz dezent nur.
Turbo. Machen wir voll freigelegt, auch wenn man ihn gerade nicht hört. Okay, dann haben wir ihn. Da ist er. Boah. Wie immer natürlich Geschmackssache. Aber finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Gut, dann machen wir noch ein bisschen Leistung. Voller Motor rein, los. Damit wir gleich in S kommen. Natürlich nicht. Wir müssen so an die Grenze vom B kommen. Ich hätte auf jeden Fall gerne ein bisschen mehr Nitro drinne. Turbo hätte ich gerne auch was Besseres. Hier kommen wir schon. Na, da sind wir schon wieder an der Grenze, ne? Okay. Das bleibt so. Chassis, Reifen vielleicht noch. Auf Pro Straße. Weiß nicht. Er ist jetzt noch neutral. Da wird er zu krass, so wie es aussieht. Könnten die hier reinnehmen. Und wir nehmen die hier rein. Und dann machen wir die auf neutral wieder stellen. Antrieb brauchen wir eigentlich nicht. Nö. Getriebe könnte man natürlich noch was machen. Kriegt da ein bisschen mehr Höchstgeschwindigkeit. Ja, raus. Alter, jetzt hauen wir aber die Kohle auf den Kopf hier. Differenzial machen wir Elite aber rein. Dann kann man wenigstens noch auf Grip komplett umstellen. Hilfssysteme kommen natürlich auch voll rein. Verdientes Geld brauchen wir nicht. Und das hier, Funkstörsender. Okay. Dann haben wir das. Sind wir auf 59, dann machen wir das Handling noch. Bleibt er erstmal neutral. Niedrige Lenkempfehlung, bleibt dein Auto bei Lenkbewegung stabiler. Ich lasse mal erstmal alles auf neutral. Garagen-Upgrade, haben wir das Maximum? Alter, jetzt haben wir nur noch 225.000. Jetzt haben wir ordentlich rein gebuttert hier. Naja, gut. Dann haben wir aber unseren neuen. Sehr hübsch, sehr hübsch, sehr hübsch. Und dann sind wir aber hier auch leider schon wieder am Ende. Im nächsten Part schauen wir uns dann an, wie er performt. Nope. Dann sage ich wieder recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderhübschen Tag. Und wenn ihr denn wollt, sehen wir uns im nächsten Part von Need for Speed Unbound oder einem anderen Video wieder. Vielen Dank. Haut da rein.